Hallo zusammen. Heute habe ich eine Frage im Gepäck und ein Päckchen im Gepäck. Dieses Päckchen steht schon seit längerer Zeit bei mir rum. Und zwar handelt es sich dabei, wie es draufsteht, um Pokémon-Sticker. Diese Pokémon-Sticker sind aus dem Jahr 1999. Deswegen steht auch drauf, ein bisschen Jahren, erste Serie. Und beinhaltet über 200 Sticker. Ich glaube, es sind 213 oder 218 Sticker. Und diese möchte ich auspacken. Aber nicht heute. Wir machen mal trotzdem kurz auf. Es sind insgesamt 30 Päckchen. So sehen die aus. Wie viel drin sind, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausgepackt. So sehen die hinten aus. Wenn man die nun mal aufmacht, ich habe noch einen alten Sticker da, dann sehen die so aus. Und jetzt kurz zu meiner Frage vom Anfang. Wie soll ich diese auspacken? Ich finde es immer ziemlich langweilig, die einfach nur auszuholen, aufzumachen und darüber zu staunen, was man gezogen hat. Ich fände es eigentlich viel spannender, wenn man das kreativ löst. Zum Beispiel in Form eines ASMR oder eines ganz normalen Videos oder mit irgendeiner Aufgabe dabei. Das heißt, trage Handschuhe, benutze keine Schere, benutze ein Messer. Also da kann man ganz, ganz kreativ sein. Also hier nochmal die Frage. Ich mache ein Unboxing, aber wie soll ich es unboxen? Seid da sehr kreativ. Überlegt euch was, was vielleicht lustig ist oder was spaßig ist, damit das mal ein bisschen mehr Pep bekommt. Bis dann. Noch nicht weggehen. Ich habe noch zwei Ergänzungen. Es sind 10 Sticker. Steht hier oben auf dieser perforierten Folie drauf 10 Sticker. Also pro Tütchen 10 Sticker. Und das zweite, was ich noch sagen wollte, ihr dürft auch entscheiden, wie viele pro Video ich von diesen Tütchen öffne. Das kann ein einziges Tütchen sein. Das können 5 sein. Es sind insgesamt 30. Nur fände ich es langweilig, alle 30 dann nur in einem zu öffnen. Deswegen dürft ihr auch entscheiden, wie viele von diesen Tütchen. Wie gesagt, insgesamt 30. Ihr entscheidet. Und jetzt tschüssi.